Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Personen, die sich im Ausland an Kampfhandlungen von Terrormilizen beteiligen, sind Terroristen. Und diese Menschen, die gegen die Prinzipien der Menschlichkeit verstoßen, diese Terroristen, die morden, die foltern und die Terrormilizen wie IS oder Al-Qaida zur Schreckensherrschaft verhelfen wollen, diese Menschen zu vergleichen mit Oppositionellen und mit Regimekritikern im Nationalsozialismus in Deutschland, ist ein unsäglicher Vergleich, Frau Akolut, und dieser Diskussion völlig unwürdig. Ich halte das insbesondere an diesem heutigen Tag für eine ziemliche Entgleisung, die Sie sich hier geleistet haben. Denn wer das macht, was ich eben gesagt habe, wendet sich radikal und endgültig von Deutschland und seinen Grundwerten ab. Und diese Abwendung manifestiert sich rechtlich zum einen in der Hinwendung zu einem bewaffneten Verband und zum anderen aber auch in der konkreten Beteiligung an Kampfhandlungen. Und die Botschaft unseres Gesetzentwurfs ist doch ganz klar. Wer Deutschland als freies und friedliches Land bewusst verlässt, um in den Heiligen Krieg zu ziehen und die Strukturen eines ausländischen Staates gewaltsam zu beseitigen, hat die deutsche Staatsbürgerschaft nicht verdient und muss sie auch verlieren, meine Damen und Herren. Unser Sprecher Matthias Mittelberg hat es auch heute richtig gesagt. Man kann nicht an der Errichtung eines Kalifats mitwirken im Ausland und gleichzeitig Staatsbürger unseres Landes sein. Und deshalb darf diese Abwendung von unserem Staat und seinen Prinzipien auch nicht folgenlos bleiben, staatsbürgerschaftsrechtlich. Und wir wollen mit dem Gesetzentwurf Personen, die sich einer Terrormiliz anschließen und die eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, die deutsche Staatsbürgerschaft künftig entziehen. Schon darüber gesprochen worden, ob der Zeitpunkt nicht zu spät ist. Denn das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Wir handeln spät und mit Blick auf die IS-Kämpfer aus Syrien und der Irak muss man leider feststellen, wir handeln zu spät. Denn durch das Rückwirkungsverbot, das angesprochen worden, findet das Gesetz leider keine Anwendung mehr auf diejenigen Terroristen, die sich in der Vergangenheit an den barbarischen Kampfhandlungen des IS in Syrien und im Irak beteiligt haben. Und hätten wir das Gesetz nicht viel früher haben können? Ja, das hätten wir. Die amtierende Justizministerin hat diesen Gesetzentwurf seit November letzten Jahres vorliegen gehabt. Es ist lange nichts passiert. Es gab erst grünes Licht, als öffentlicher Druck entstanden war. Aber ich muss sie in Schutz nehmen. Sie ist damit nicht allein, sondern sie befindet sich in guter Tradition mit ihrem Amtsvorgänger Heiko Maas, der bereits 2016 einen Referentenentwurf im Koalitionsausschuss beerdigt hatte. Meine Damen und Herren, die lange Verzögerung hat aus unserer Sicht mit verantwortungsvoller Politik nur sehr bedingt zu tun und stößt auch bei den Bürgern auf großes Unverständnis. Im Übrigen auch bei uns in der Union. Und deswegen, glaube ich, kann man zu Recht sagen, sollte dieses Prozedere in der Zukunft auch nicht Schule machen. Aber wir werden das jetzt im parlamentarischen Verfahren, auch was zum Beispiel die Mehrehe anbelangt, ja nachziehen. Und da bin ich an der Stelle auch sehr dankbar. Sie haben es eben noch mal gesagt, Frau Högel, dass wir das jetzt gemeinsam hinkriegen. Aber auch dass dieses nicht Bestandteil des vorliegenden Gesetzesentwurfs ist, ist mit Sicherheit kein Ruhmesblatt für das Ministerium. Und für uns ist nämlich auch klar, viele Ehen sind mit unserer Kultur und mit unseren Werten nicht vereinbar. Sie sind uns fremd. Und wer dies nicht akzeptieren mag, hat auch kein Interesse an Integration in unserem Land. Und der andere Punkt ist auch angesprochen. Eine zweifelsfreie Klärung der Identität, wenn man eingebürgert werden will, muss doch zum gesetzlichen Standard werden. Auch das ist eine Forderung, die uns wichtig ist. Und viele dieser Forderungen, die wir angesprochen haben, auch der Staatssekretär Herr Krings, sind in der Innenministerkonferenz schon einvernehmlich beschlossen worden, auch mit der Zustimmung sozialdemokratischer Innenminister. Insofern haben wir hier große Einigkeit und es besteht überhaupt kein Grund für weite Verzögerung. Ich will sagen zum Abschluss, ich bin der Überzeugung, eine deutsche Bundesregierung sollte das politisch Richtige und das politisch Notwendige und das verfassungsrechtlich Zulässige tun, auch wenn es in keinem Vertrag, auch wenn es in keinem Koalitionsvertrag steht. Und politische Vernunft sollte auch nicht erst einsetzen, wenn öffentlicher Druck entsteht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Letzter Redner in dieser Debatte ist Michael Frieser aus der Unionsfraktion.